Keine Ahnung, was hier ist. Da vorne muss es sein, ne? Ja. Ist hier was irgendwie? Nee, wir haben uns auch schon gewundert, dass uns hier keiner in Empfang nimmt. In der Leitstelle ist ein Notruf eingegangen von einer Person, die relativ schwach klang. Da lag der Verdacht natürlich nahe, dass diese Person selber noch um Hilfe gerufen hat. Als wir hier angekommen sind, hatten wir allerdings erstmal Schwierigkeiten. Hier war keiner, der uns sagen konnte, wo wir hin mussten. Deswegen mussten wir selber gucken, wo die möglicherweise verletzte Person lag. Hallo. Wissen Sie, haben Sie uns? Nee, Sie haben uns nicht gerufen. Das war ja ein Mann, der gerufen hat. Aber ich suche meinen Sohn Tim. Sie wohnen hier oder wie? Ich wohne hier nicht. Ich suche ihn nur. Und ich weiß nicht, vielleicht sind Sie seinetwegen hier. Okay. Also der Melder war ja wohl ein jugendlicher Mann, ne? Jemand da? Ja, ich bin im Traktor. Hallo? 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 Ist da mal einer vorbei? Ja. Mein Gott, das ist Max. Max? Ja, das ist mein Neffe. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Okay, also das ist definitiv nicht Ihr Sohn. Nein, auf also gar keinen Fall. Also Sie suchen Ihren Sohn und das ist jetzt Ihr Neffe? Das ist mein Neffe, okay, ganz alles genau. Klar. Lassen Sie gerade uns einmal hier behandeln. Ja. Wir erstmal hier rausretten und dann kümmern wir uns kurz um Sie, gell? Bleiben Sie aber hier. Machen Sie einmal die Augen auf, der Rettungsdienst ist hier. Hier, habt ihr schon gesehen? Das Bein, rechtes Bein, Unterschenkel. Ja, ein bisschen unterm Trecker. Hör mal, das ist ja komplett durchgezogen, das sieht ja aus. Rübergerollt. Das heißt, Thomas, wollen wir probieren, irgendwie den Trecker da wegzukriegen? Ja, der musste doch irgendjemand gefahren haben, oder nicht? Das ist richtig. Bei manchen Einsätzen wird man gemeinsam mit dem NRF alarmiert. Da ist man auch dann froh, wenn man genug Manpower dann vor Ort hat, beziehungsweise genug Einsatzpersonal. In dem Fall war das auch sehr hilfreich, sodass sich dann zwei Personen um den Patienten kümmern konnten. Und gemeinsam mit dem Philipp konnte ich dann den Traktor etwas wegschieben. Eins, zwei, drei. Oh. Okay, Patient ist frei. Ist das draußen? Ja, gut, ist draußen. Ja, ist draußen? Sehr gut. Ja. So, okay. Das ist mit Max. Beidseits belüftet. Thomas? Ja. Ich denke, wir müssen ihn wahrscheinlich voll immobilisieren, wie er gesagt hat. Ja, würde ich auch sagen. Aber kannst du mal gerade gucken, ist er da tatsächlich drüber gerollt? Das sieht so aus. Also ich packe der jetzt nicht mal groß an, aber das sieht schon so aus. Also kannst du mal nach Fußpulsen gucken? Ja. Kommst du da dran? Was haltet ihr davon, wenn ich den RTW hier ranhole? Ja. Weil wir müssen den eh mit Spineboard retten, so oder so, oder? Der Scherer parat, irgendwie der Philipp schafft ja. Als wir den Max gefunden haben, war ich total fassungslos, denn er lag ja mit dem Bein unter dem Trecker, also schwer verletzt. Und das Schlimme ist, derjenige, der den Trecker gefahren hat, der muss ihn ja gesehen haben. Also da müsste er das ja mit Absicht gemacht haben. Ich habe jetzt alles irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ja. Ihren Namen erstmal habe ich gar nicht verstanden. Ich bin Melanie Brückner und mein Sohn Tim war jetzt eine Woche lang auf dem Bauernhof meiner Schwester und bei Max. Ich wollte ihn eigentlich nur abholen, aber er ist nicht da. Das ist jetzt der Hof, wo er jetzt sein sollte? Nein, das ist nicht der Hof meiner Schwester. Ach, das ist nicht der Hof Ihrer Nein, Schwester? Nein, das hier ist der Bauer Mause. Waren die denn zusammen? Ja, die sind immer zusammen. Als ich Tim nicht gefunden habe, habe ich mir extrem große Sorgen gemacht. Denn die zwei sind ja immer zusammen und ich wusste nicht, ist ihm vielleicht auch was zugestoßen. Und wir wussten auch nicht, wer den Notruf abgesetzt hat. War da vielleicht noch eine dritte Person im Spiel? Ja, zu dem, was hier liegt, ein Handy. Schauen Sie mal, gucken Sie mal, ob Sie das vielleicht kennen. Also das ist nicht von Tim. Das könnte sein, dass es das von Max ist, aber ich weiß aber es nicht. Ich habe noch nicht verstanden, warum Sie sich jetzt so Sorgen um Ihren Sohn eigentlich machen. Hat er sich gemeldet bei Ihnen oder? Nein, gerade nicht. Also er war jetzt eine Woche hier bei meiner Schwester und bei meinem Neffen und ich wollte ihn heute abholen. Ich habe schon mehrfach versucht, ihn zu erreichen. Er geht nicht an sein Handy und meine Schwester auch nicht. Und das ist total ungewöhnlich. Also Sie machen sich im Prinzip Sorgen, weil Sie keinen erreichen. Ich mache mir mega Sorgen. Ja. Ich bin jetzt auch mehrfach hier schon rumgefahren, habe ihn auf anderen Höfen gesucht und dann sah ich Sie mit dem Blaulicht und habe gedacht, okay, vielleicht ist ihm was passiert und bin einfach hinterher. Ja, und das ist aber jetzt Max. Das ist, wie gesagt, mein Neffe. Gut, wir kümmern uns jetzt gerade um den Neffen. Ja. Wenn Sie vielleicht noch irgendwie... Sie haben ja schon gesagt, die Mutter haben Sie nicht erreicht, aber das mal versuchen, Angehörige auch zu erreichen. Ich rufe ihn noch mal an. Danke. So, okay. Das sieht ja hier alles gut aus, ne? Ach, schon wieder die Mailbox. Das gibt es doch nicht. Ich gehe jetzt mal zu Bauer Mause hier von dem Hof und frag mal nach. Ja, ich bin mal vorne. Bis gleich. An dem verletzten Bein, was mutmaßlich vom Traktor überrollt worden ist, konnte man deutlich ein großes Hämatom schon sehen. Das kann in diesem Bereich sehr gefährlich werden, weil es eben die Muskeln einquetschen kann. Ein sogenanntes Compartment-Syndrom. Aber auch die Unterschenkelknochen sind hier gefährdet, sodass wir hier von einer Fraktur
Schuhe ausgehen mussten. Zusätzlich hatte der Patient am Hinterkopf eine Platzwunde. Da war natürlich jetzt die Frage, war das durch einen Sturz passiert oder ist er wirklich überfallen worden? So, ich hänge einmal hier die um. Okay, ich hole einmal eine Vakuumschiene fürs Bein. Und Thomas Beibert habe ich hier hinten schon hingestellt. Ja, okay. Also ich kann den Bauern nicht finden. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Ich rufe einfach meine Schwester noch mal an. Ich weiß nicht, wen ich sonst... Versuchen Sie es auf jeden Fall mal, ob wir da jemanden erreichen können. Ja, ja. Auch dieses Mal kann Melanie weder ihre Schwester noch ihren Sohn telefonisch erreichen. Die 47-Jährige ist in größter Sorge. Denn Tim ist eigentlich höchst zuverlässig. Ganz im Gegensatz zu ihrem Neffen Max. Den haben wir jetzt soweit versorgt, ne? Sie machen sich ja wirklich ganz, ganz große Sorgen, ja. Das merke ich. Also das dauert jetzt hier noch einen Moment, bis wir abfahren. Ja. Ich kann Ihnen gerne anbieten, dass wir hier vorne mal gucken können noch zusammen. Ja. Das kann ich schon machen, aber dann müssten wir fahren. Ja, sehr, sehr gerne. Auch wenn man an der Einsatzstelle vor Ort den Patienten, so wie man ihn auffindet, einmal komplett untersucht, ist es immer noch hilfreich, ihn im RTW ein zweites Mal noch mal ausführlicher zu untersuchen. Es kann natürlich sein, dass man in der Situation, in der Anfangssituation etwas übersehen hat, was einem im RTW erst auffällt. Und das ist besonders wichtig, gerade dann, wenn sich jemand schwer verletzt hat, wie auch in diesem Fall. So, der Max ist eigentlich der Rüpel von den beiden. Mein Sohn ist extrem ruhig und eher introvertiert. Und wenn einer Flausen im Kopf hat, ist das der Max. Und deswegen, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Irgendwie, der Tim, wir müssen ihn suchen. Also wie gesagt, ne, so wie wir es gerade angeboten haben, Moment, können wir mal gucken dann. Ja. Aber wir können natürlich nicht die ganze Zeit suchen. Der Rabauke ist ganz klar Max. Also da gibt es auch so eine Geschichte, voriges Jahr, da hat er eben im Schwimmbad einfach vor den Mädchen die Hose runtergezogen, was Tim natürlich mega peinlich war. Ja, guck mal. Ach krass, da ist Blut drauf. Wobei, der andere, den wir gerade verarztet haben, der hatte eine Hinterkopf. Ja, vielleicht gut, da wissen wir auch nicht, ob die vom Sturz kommt. Da muss ja hier noch einer rumtouren. Nicht vom Sturz kommt, ne? Ja. Dann lass uns mal weitersuchen. Der Schaufel geht's gut. Aber da liegt jemand. Oh, das sehe ich jetzt auch. Ach, das ist Bauer Mause. Herr Bauer Mause, ich habe schon gerade Ihren Namen gehört. Rettungsdienst ist hier. Machen Sie einmal die Augen auf. Was ist denn passiert? Sie sind hier verletzt am Kopf. Der Bauer hatte eine Kopfplatzwunde, allerdings im vorderen Bereich. Er war Gott sei Dank relativ schnell wieder ansprechbar. Trotzdem blieben jetzt hier die Zweifel. Man konnte es eigentlich nicht mehr eindeutig zuordnen. War er jetzt derjenige, der mit der Schippe verletzt worden ist, der andere? Oder wie hing das hier alles zusammen? Herr Mause, wissen Sie, wo Tim ist? Was ist mit ihm passiert? Wollen Sie was sagen? Tim habe ich niedergeschlagen. Nein, das kann nicht sein. Tim würde sowas niemals tun. Womit hat er sie denn niedergeschlagen? Mit der Faust oder mit einem Gegenstand? Kann er nicht sagen. Geht einmal ein Knipp, ne, Herr Mause? Also auf jeden Fall, du, wir sollten die Polizei jetzt dazu holen. Das ist mir nix. Weißt du? Und vor allem, du, wir wissen ja, gucken Sie mal, wir wissen doch nicht, was hier passiert ist. Da ist einer niedergeschlagen worden. Ja. Und dann ist noch der Traktor über das Bein gefahren. Wenn das ein und dieselbe Person gewesen ist, ganz ehrlich, dann steckt da schon ganz schönes Gewaltpotenzial hinter. Ganz ehrlich, dass der Tim in den Trecker auf den Trecker steigt und über den Max fährt, über sein Bein und dann auch noch den Bauer Mause niederschlägt mit einem Spaten, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was ist denn passiert? Erzählen Sie mal. Boah, ich hab kurz... Ja, boah, was ist passiert? Wollt meinen Mittagsschlaf halten. Das fällt ja nicht. Und bin dann gerade so schön weggedöst. Und dann höre ich hier bei mir auf dem Hof draußen so laute Stimmen, Geschrei. Direkt angezogen, rausgegangen, gucken. Ja, dann höre ich in dem Moment, wie mein Traktor anspringt, der Motor. Ja, bin ich da hingerannt und ja, was sehe ich? Da liegt der Max dann unterm Reifen. Und der Tim im Führerhaus. Ja. Das Bein kann das vielleicht noch verkraften, bei den vorderen leichten Reifen überrollt zu werden. Aber man stelle sich vor, man wird am Thorax, also am Brustkorb oder im Bauchbereich, Beckenbereich, von den großen Rädern überrollt. Das endet wirklich oft tödlich und das ist eine ganz schwerwiegende Verletzung. Als er mich gesehen hat, ist er direkt raus aus dem Führerhaus und weggelaufen. Das kann ich gar nicht glauben. Das ist doch gar nicht Tims Art. Ja, ich bin dann hinterher und wollte ihn zur Rede stellen. Ja, den Bengel, die spielen mir schon die ganze Woche Streiche hier, die beiden. Stacheldrahtzaun durchgeschnitten, dann liefen die Kühe draußen rum, die Heuballen vom Speicher geschoben und geschubst. Und also, ich hab die Faxen dicke. Ja, dann bin ich hinterher.
Und dann komme ich hier um die Ecke und dann kriege ich den Spaten übergebraten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist überhaupt nicht Tims Art. Ja, gar nicht Tims Art. Das habe ich gemerkt. Die Polizei ist informiert, Herr Mause. Wir würden Sie aber ganz gerne, auch wenn es Ihnen jetzt soweit gut geht, trotzdem auch noch mit ins Krankenhaus nehmen, ne, dass wir da mal gucken. Ich kann doch nicht meinen Hof alleine lassen hier. Herr Mauser, wir haben jetzt noch einen zweiten RTW für Sie bestellt, aber ich habe dafür natürlich Verständnis. Wir bleiben erstmal noch hier, ne? Und dann können wir mal gucken, vielleicht kann noch jemand anders Ihnen helfen. Okay. Ich habe die Infusion schon mal vorbereitet. Da ist jemand! Als der Gerald Mause ärztlich versorgt wurde, habe ich plötzlich hinten jemanden weghumpeln sehen. Wir müssen ja hinten rum, hier ist jemand. Willst du einmal mitgehen? Ich gehe mal einmal mit. Aber dann nehme ich meinen Rucksack mit, du hast alles hier? Ja. Ich wollte jetzt nicht auf die Polizei warten. Ich habe da jemanden gesehen. Ich war voller Adrenalin und ich habe nur gedacht, vielleicht ist das der Täter, der die Kinder auch angegriffen hat. Das ist mein Sohn, Tim! Der Bauer Mause, der hat mich verfolgt. Der hat erst den Max mit dem Trecker überfahren und dann ist er mir noch hinterhergelaufen. Und jetzt bin ich halt noch weggerannt vor dem. Und du bist verletzt? Ich bin auch umgeknickt, aber ich bin auch vor dem weggelaufen. Also es hört sich alles ziemlich seltsam an. Und du sagst, der Bauer hat den Trecker gefahren, ja, richtig? Richtig, ja. Ich habe da im Trecker was gesehen. Hast du eigentlich eine Basecap? Ja, warum? Wie sieht die aus? Ist die so ein bisschen bunt, mit Rot, Schwarz? Ja sowas? Klar, das ist doch deine. Weißt du, mit dem Lederemblem vorne drauf. Das kann so hinkommen, ja. Okay, ja, und warum liegt die dann im Trecker? Also jetzt mal Butter bei der Fische. Da sind zwei Schwerverletzte. Ja, sag uns doch jetzt die Wahrheit. Max ist schwer verletzt. Der Bauer liegt da vorne mit einer Platzwunde. Was ist passiert? Sag die Wahrheit. Das war alles Max' Idee. Wir haben schon die ganze Woche den Bauernstreiche gespielt. Und heute wollte er eigentlich mit uns noch Kühe umwerfen von den Bauern. Und da hat er den Trecker gesehen und dann auch, dass die Schlüssel da hingen. Und er hat mich dazu gedrängt, dass ich den Trecker anwerfe, weil... Und du machst das auch noch? Er meinte, wenn ich das mache, dann kann er mir ein Date besorgen mit Leonie. Und du weißt ja, dass ich sie ganz süß finde. Das ist doch eine Schwachsinnsidee. Und dann ist das... Und dann auf einmal hat er... Trecker so einen Schuss nach vorne gemacht und auf einmal lag Max da runter und ich war vollkommen unter Schock. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und auf einmal kam der Bauer her und er sah schon so wütend aus und ich bin einfach gelaufen und dann habe ich ihm mit der Schaufel auch noch einen übergebraten. Also das heißt, du warst bei beiden? Ja, und dann bin ich noch weggerannt und dann bin ich noch mit dem Fuß umgeknickt und aber Tim, du weißt, was das für eine Schwachsinnsidee ist. Es sind zwei Menschen verletzt, schwer verletzt. Das gibt es doch gar nicht. Und das für ein Date, dass der Tim dann solche harten Sachen macht mit dem Trecker und auch mit der Schaufel, das ist schon sehr, sehr heftig. Und das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber gut, das Käppi hat ihn verraten. Also das, was du gemacht hast, sind Straftaten. Hast du denn wenigstens den Notruf abgesetzt? Nein. Warum hast du das denn nicht gemacht? Ich hab auf dem Weg mein Handy verloren. Okay. Naja, vielleicht hat da noch der Freund aus letzter Kraft. Er hatte ja das Handy daneben liegen. Ja. Aus letzter Kraft ist noch gemacht. Auch wenn Tim jetzt wirklich so ein bisschen in der Schule, ich sag mal, um Anerkennung buhlt und es vielleicht auch ein bisschen schwerer bei den Mädchen hat und zu den Coolen gehören möchte, dass da eine Situation so eskaliert, das ist schon Wahnsinn. Und ganz ehrlich, Tim braucht jetzt einen Anwalt und er muss sich für das, was er getan hat, verantworten. Komm, dann gehen wir jetzt erstmal nach vorne. Kannst du damit gehen? Das geht schon. Ist ein bisschen dick, aber ansonsten keinerlei Fehlstellungen und so. Es ist wahrscheinlich verstaucht. Max hat durch den Traktorunfall keine Folgeschäden davongetragen. Bauer Mauser hat eine Gehirnerschütterung erlitten. Die Teenager müssen sich wegen Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten. Tim zudem wegen Körperverletzung in zwei Fällen.